Seit dem Rana Plaza-Unglück geht es mir überhaupt nicht gut. Es geht mir gesundheitlich schlecht. Ich habe keine Arbeit, kann mich nicht ernähren und mein Gesundheitszustand verschlechtert sich immer mehr. Beim Einsturz des Rana Plaza verletzte ich mich am Kopf und am unteren Teil meines Körpers. Von außen betrachtet denken die Leute, dass ich in Ordnung sei. Was sie nicht sehen, ist, wie sehr ich unter Kopfschmerzen und Ohnmachtsanfällen leide. So viele Arbeiterinnen in der Fabrik hatten Verletzungen. Manche kann man sehen, manche nicht. Viele Arbeiterinnen sind immer noch traumatisiert. Einige haben ihre Beine, Füße und Hände verloren. Den meisten von ihnen geht es nicht gut. Ich wünsche mir, dass das, was uns Arbeiterinnen im Rana Plaza passiert ist, keiner einzigen Arbeiterin mehr zustößt. Ich möchte, dass sich die Sicherheitsstandards ändern und dass die Arbeiterinnen in diesen Gebäuden sicher sind. Es heißt ständig, du bist ein Rana Plaza-Opfer, du hast viel Geld verdient. Aber in Wirklichkeit habe ich nur $336 erhalten. $467 wurden als Gebühren abgezogen und mir blieben $336. Soll das eine Entschädigung sein? Wir verlangen nicht viel. Wir wollen einfach nur ein normales Leben führen können.